In der letzten Folge haben wir jetzt mal den ganzen südlichen Bereich der Kathedrale komplett abgeklappert, den zweiten Stock, den ersten Stock, das Erdgeschoss und auch die beiden Kellerareale jeweils im West- und Ostbereich. Und das Ganze immer noch auf der Suche nach irgendeiner Möglichkeit, was ich da mit der Steinfratze anstellen kann, um da irgendwie diese Löcher abzudichten. Auf dem Weg haben wir auch eine ganze Menge neuer Sachen schon entdeckt, wo wir früher oder später auch Aufmerksamkeit mal widmen müssen, wie zum Beispiel diese insgesamt 12 Porträts im ersten Stock auf den Emporen, jeweils im West- und Ostbereich, die ihren Bezug zu der Kardinalsgruft zu haben scheinen. Und dann unten im Ostbereich im Keller hat es noch diesen Bereich der neuen Krypta. Da unten hat es dann also Särge, Urnen, Schatullen, wo irgendwelche Leute da irgendwie zu ihrer letzten Ruhe gebettet oder vielmehr zusammengewürfelt wurden, so wie das da ausschaut. Und außerdem hat es da unten noch eine lecke Wasserleitung. Wir haben ein paar Sachen aufgesammelt, nämlich die Kette, den Schraubenschlüssel und die Petroleumfunzel. Ich könnte mir vorstellen, dass insbesondere das Inventar auch beschränkt ist bei dem Spui. Das heißt, dass ich nicht unendlich viele Sachen tatsächlich mir in die Taschen stopfen, umhängen und so weiter kann. Ich glaube, ich kann ein paar Sachen auch an die Dani abgeben, dass die da ein bisschen was auch rumträgt. Aber vom Grundsatz her hätte ich zum Beispiel jetzt die Idee, dass man die Kette vermutlich unten in der Kardinalsgruft später brauchen werden. Und deshalb gehe ich jetzt hier mal schnell nach Westen. Wir sind am Hauptportal noch einmal nach Westen. Jetzt sind wir am Westturm. Genau, da wollte ich auch hin. Hier geht es nämlich dann runter in den Keller, wo auch die Kardinalsgruft ist. Und hier, glaube ich, lege ich jetzt mal die Kette ab. Die Kette liegt jetzt hier auf dem Boden. Jawohl. Hier befindet sich eine Kette. Ach nee, ne? Genau, das ist unsere Kette, die ich da hingelegt habe, weil die bunker ich jetzt hier mal. Ich glaube, die nehme ich dann nämlich später, wenn ich da wieder runter marschiere in den Keller, nehme ich die einfach mit und dann schauen wir mal, ob wir mit dem Ding was in der Kardinalsgruft anfangen können, wenn das Thema denn dran ist. Mich nervt diese Fratze da oben. Mich nervt es vor allem auch deshalb, ich ziehe hier mal kurz den Mauszeiger ein bisschen rüber. Wenn man die rechte Maustaste betätigt, zeigt es nämlich eine Statuszeile an. Und seht ihr das? Am Westturm, Freitag, den 18.09.1992. Alles klar, es ist 18 Uhr 58. Na klar, 68 geht ja nicht, 58. 175 Züge inzwischen rausgeballert. 0 Punkte. Wie bitte? 0 Punkte? Hallo? Ich habe da oben eine Geheimtür gefunden, aufgeknackt. Das erste Geheimnis schon mal zumindest mal aufgedeckt. So ein bisschen. 0 Punkte, echt? Ist nicht nett. Also da möchte ich doch dann irgendwann mal, dass da mal so ein bisschen der Punktzähler auch mal ein bisschen anspringt und nach oben zählt, ne? So. Gut, machen wir mal weiter mit der Erkundungstour in der Kathedrale. Ich marschiere mal von hier aus direkt jetzt nach Norden. Wir sind also jetzt im westlichen Erdgeschossbereich insgesamt. Und jetzt, so schauen wir uns was Neues an. Einmal nach Westen bitte. Dann sind wir unter der Westempore. Hier steht die Hauptsäule Nummer 3, groß und gewaltig, gut 3 Meter im Durchmesser. Hoch über ihrem Kopf führt die Westempore entlang. Die sind wir vorhin schon lang gegangen. Entlang der Wand des Kirchenschiffs. Südwärts gelangt man zum vorderen Westturm, nordwärts zum Westportal oder Richtung Osten zwischen den Gebetsbänken hindurch in die Mitte des Kirchenschiffs. Dani ist hier. Für den Westturm südwärts gelangt. Sonst gibt es hier offensichtlich schon auch gar nichts Besonderes zu sehen. Das ist eine kleine Zwischenstation. Klassiker, untersuche mal die Wand. Oho, hier kann man sogar die Wand anschauen. Ja, dann machen wir das doch mal. Es ist sicher eine Geschmacksfrage, ob ein Wandmalereien sakraler Art gefallen. Es handelt sich zwar um sehr kunstvolle, aber ständig wiederkehrende Motive des Jesuskindes, der Maria und andere Vertreter der biblischen Geschichte.
Und das ist jetzt wieder so ein Beispiel, ne? Ich meine, wie oft habe ich jetzt schon untersuche Wanddecke, Boden und so weiter eingegeben? Nie kam da irgendwas. Teilweise sind die Wände nicht ansprechbar. Und jetzt hier plötzlich an diesem Ort, wenn ich die Wand angucke, da werden plötzlich Informationen ausgespuckt. Obwohl diese Wand, weder die Wand noch sonstiges da, was irgendwie damit zusammenhängt, großartig in der Raumbeschreibung erwähnt ist. Also das zeigt genau, man muss einfach solche kleinen Details, Standarddetails in diesen Spielen immer und immer und immer wieder untersuchen und inspizieren. Sonst kann es eben sein, dass man mal was übersieht. Mal unabhängig davon jetzt, ob das jetzt wichtig ist mit diesen Wandmalereien oder eben nicht. Na, um diese Frage zu klären, will ich sagen, gucken wir uns das jetzt dann auch ein bisschen genauer an. Wandmalereien. Wiederum die Geschmacksfrage. Also, und zwar Kunst war ständig wiederkehrende Motive des Jesuskindes. Das Jesuskind hat keine besonderen Merkmale. Untersuche mal die Maria. Auch keine besonderen Merkmale. Andere Vertreter, naja, die schenke ich mir jetzt. Nee, also das Bild, da scheint jetzt erstmal nichts Besonderes auszusagen. Kurz Orientierung, wo wir da überall lang gehen können. Unter der Westempore, also wir können wieder nach Süden zurückgehen. Wir können weitergehen nach Norden in Richtung des Westportals und wir können nach Osten gehen. Dann wären wir im Kirchenschiff in der Mitte. Hier steht die Hauptsäule Nummer 3, groß und gewaltig, hoch über ihrem Kopf, tralala. Untersuche mal die Säule. Ein Meter hohes Standbild, untersuche das Ding gleich mal, dann wissen wir da, wer da rumsteht. Es handelt sich um ein Standbild des heilig gesprochenen Antonius von Sieberlein. Antonius von Sieberlein. Das ist eine Notiz fällig. Gut, das habe ich mir notiert. Aber jetzt bei der Gelegenheit, ich gehe nochmal ganz kurz zurück nach Süden. Weil ich möchte mir nämlich noch das Geburtsdatum von der hiesigen Statue. Und ich habe zwar den Namen aufgeschrieben, aber nicht das Geburtsdatum. Das möchte ich schnell noch nachtragen. 1368 bis 1415. Jawohl, habe ich schon. Und wieder zurückgegangen, also wieder unter der Westempore. Sonst, glaube ich, ist jetzt hier erst einmal nichts außer der Hauptsäule mit dem Standbudel vom Herrn Antonius von Sieberlein, der doch auch eine ganze Zeit lang auf der Welt rumgekraxelt ist. Ich gehe das Erdgeschoss einfach mal im Zickzack ab, ne? Also jetzt gehen wir mal nach Osten. Hier etwa in der Mitte, genau, Kirchenschiff Mitte. Hier hat der Besucher einen grandiosen Überblick über die gesamte Architektur des verschwenderisch-prunkvoll gestalteten Kirchenschiffs. Der nördlich von hier liegende Altar gibt einen Eindruck vom Reichtum der Kirche in den vergangenen Jahrhunderten und von ihrer Art, es dem Volk zu zeigen. Weit oben, gestützt von 8 gewaltigen Hauptsäulen, verzweigt sich kaskadenartig das vielgestaltige Stützwerk des Kreuzgewölbes. Auch die Gebetsbänke des Kirchenschiffs, die Wandmalereien, die Mosaikfenster, die gewaltige Kirchenorgel auf der Orgelempore hoch über dem Chor oder das riesige Rundfenster über der Hauptempore geben Zeugnis von Pomp und Verschwendungssucht, welcher sich die Kirche schon immer befleißigte. Von hier aus kann man sich zwischen den Gebetsbänken hindurch in alle 4 Himmelsrichtungen weiter bewegen. Die Dani ist hier. Also mitten in der Mitte des Kirchenschiffs im Erdgeschoss kann man sich in alle 4 Richtungen bewegen. Wir stehen jetzt eigentlich auch direkt zwischen den zahlreichen Gebetsbänken, die es hier so hat. Und können eigentlich jedes Element der Kirche von hier aus auch sehen. Also was ich jetzt mal auslasse, ist das Kreuzgewölbe. Ich glaube, das haben wir schon 20 Mal angeschaut. Untersuche nochmal die Wandmalereien. Es ist sicher eine Geschmacksfrage. Okay, den Spruch kennen wir auch schon. Was haben wir dann noch? Untersuche Hauptempore. Die Hauptempore befindet sich am südlichen Ende der Kathedrale. Wissen wir, da sind wir vorhin schon droben gestanden. Oberhalb des Hauptportals. In vergangenen Jahrhunderten hatten dort oben bei kirchlichen Zeremonien gewöhnlich Ehrengäste ihren Platz.
Über der Hauptempore befindet sich in der Südwand der Kathedrale das gewaltige Rundfenster. Genau, das Rundfenster, Platz der Ehrengäste, ja, die Steinfratze, die Gehirne, die eigentlich im Prinzip im Strahlungsbereich zwischen Rundfenster und Steinfratze gegrillt werden sollen und so weiter und so weiter und so weiter. Sehr schön. Was sehen wir da noch? Den Altar sehen wir mit Sicherheit von hier. Der dreiflügelige Altar, geschnitzter Altar, St. Paulskathedrale, echte Berühmtheit. Das kennen wir auch schon, den haben wir nämlich schon vom Balkon aus mal einen kurzen Blick rüber geworfen. Untersuche die Gebetsbänke. Es kann sein, dass das S hier schon zu viel war für den Parser. Ja, tatsächlich. Also Gebetsbänke. Bänke kennt er nicht, sondern nur Gebetbänke. Es sind sehr lange Bänke, jede bestimmt an die 10 Meter lang, aus dunklem alten Holz gebaut und mit Schnitzereien verziert. Insgesamt stehen hier im Kirchenschiff 32 Bänke und jede Bank besitzt 12 Sitzplätze. So, auf jeden Fall, die Bänke scheinen in irgendeiner Art und Weise wichtig zu sein, die haben ein eigenes Buldel. Also ich gehe davon aus, dass das dann auch irgendwie vielleicht noch ein bisschen mehr zu sagen hat. Ach, diese ganzen Zahlen hier und so weiter. Da bin ich ja nicht unbedingt der größte Fan davon, muss ich gestehen. 32 Bänke, jede mit 12 Sitzplätzen. Jetzt kann ich wieder Rätsel raten, ob ich mir hier irgendwas dann ausrechnen muss oder wie oder was. Ne? Ob da irgendein Rätsel sich da drin verbirgt. 32 mal 12 und dann irgendwie was weiß ich, irgendwelche Quersummen bilden und so weiter. Keine Ahnung. Naja, das sehen wir vielleicht später noch, aber jetzt gucke ich mir die Bänke noch mal ein bisschen genauer an. Relativ lang sind die, 10 Meter, dunkles altes Holz ist recht, ja. Schnitzereien. Untersuche mal das Holz. Untersuche Schnitzereien. Keine besonderen Merkmale. Ja, bin ich jetzt auch nicht undankbar, weil je weniger Details, da wird es ein bisschen übersichtlicher. Haha. Sitze. Sitz. Wieder so ein Parser-Ding, ne? Mehrzahl checkt er nicht, Einzahl schon. Die Fläche jedes Sitzplatzes ist hochklappbar. Ah, im Gegensatz zu den Dingern oben auf der Empore, ne? Die Fläche jedes Sitzplatzes ist hochklappbar. Darunter befindet sich je ein Fach, in denen Gesangsbücher oder ähnliches aufbewahrt werden können. Und jetzt erinnere ich mich gerade, dass der De Molina ja geschrieben hatte, dass er mehrere Pergamente versteckt hat. Eins eben unten in der Nische des Hammerschon. Zwei weitere. Ich glaube, eines in den Fächern der Gebetsbänke und eines in der Orgelpfeife. Also wird wohl unter einem dieser Sitze das nächste Pergament versteckt sein. So, und ich nehme mal stark an, irgendwann kommt eine Info, welcher Sitzplatz das ist. Ich nehme mal stark an, das hat irgendwie dann was mit 32 Bänken und mit je 12 Sitzplätzen zu tun. Und dann wird da irgendwie die Nummer für den richtigen Sitzplatz ausgegeben oder so, wo wir dann aufklappen müssen und dann haben wir das Ding oder auch nicht oder so. Ja, das ist jetzt mal nur eine Vermutung natürlich, ne? Klappe, Sitz, auf. Kennt er nicht. Dann machen wir es einfacher. Öffne, Sitz. Ja, genau. Bitte geben Sie genau an, welches Fach Sie öffnen wollen. Es gibt insgesamt 300... Oh, der rechnet mir das hier freundlicherweise sogar aus. 384 Fächer. Geben Sie am besten die Nummer des Faches an. Zum Beispiel öffne das Fach Nummer 200. Genau. Und da brauche ich dann irgendwo die Info her, welches Fach denn hier nun zu öffnen ist. Denn ich glaube, das wird ein bisschen fad, wenn ich jetzt alle 384 Fächer der Reihe nach öffnen tue. Nee, das machen wir jetzt nicht. Das ist, glaube ich, auch nicht der Sinn der Übung hier. Gut, soweit haben wir hier, glaube ich, erstmal alles angeschaut. Wir merken uns, dass hier eben noch später was zu holen ist mit Sicherheit. Da kommt aber bestimmt auch nochmal ein Hinweis. Ich gehe mal weiter Richtung Osten zwischen den Gebetsbänken hindurch.
und lande direkt unter der Ostempore. Die vierte Hauptsäule des Kirchenschiffs strebt hier gen Himmel. Über ihrem Kopf zieht sich in guten 10 Metern Höhe die Ostempore entlang der Wand. Nordwärts gelangt man zur Kanzel und zum Opferstock. Aha, nordwärts Kanzel und Opferstock, nach Süden zum Ostturm und nach Westen in die Mitte des Kirchenschiffs. Nach Süden zum Ostturm und nach Westen in die Mitte des Kirchenschiffs. Da kommen wir gerade her. Ostturm haben wir auch schon erlebt. Süden können wir uns also auch sparen erstmal. Unter der Ostempore. Hier gibt es also wieder eine Säule, damit natürlich ein Standbild. Und es gibt eine Wand, mit der ich mal anfange. Auch da nichts Besonderes. Okay. Die Säule. Ist hoch, ja, wird sie schmäler und so. Standbild. Standbild des heilig gesprochenen Jakobius Huisemann. 1313 bis 1350. Ja, dem war das Schicksal nicht ganz so hold mit seiner Lebenszeit. So, das habe ich notiert. Kurzen Blick nochmal hier in die Gegend werfen. Ich glaube, mehr gibt es hier nicht zu sehen. Ich gehe mal direkt weiter nach Norden. So, am Ostportal. Hier tummeln sich einige Blickfänge für den interessierten Besucher. Das Ostportal ist das Spiegelbild seines Pendants im Westen des Kirchenschiffs und auch hier mit vielen steinernen Ornamenten geschmückt. Die sechste Hauptsäule bildet den Eckpunkt einer kleinen Flucht. Die sechste Hauptsäule bildet den Eckpunkt einer kleinen Flucht, in der ein stiller Opferstock eingebaut ist. Ja, ich wüsste auch nicht, warum ein Opferstock Lärm machen sollte. Weiter rechts schmiegt sich ein schmaler Treppenaufgang hinauf zur Kanzel, einem verschwenderisch prunkvollen Stück Kirchenarchitektur. Einiges an Zeug hier. Okay. Also, untersuche mal das Portal. Ja, das, wo ich davor stehe, am besten, nehmen wir das Ostportal. Ah, Scheibenkleister. Jetzt aber. Das Ostportal ist von vielen steinernen Ornamenten und Schnörkeln verziert. Man kann sich lebhaft vorstellen, wie viel Zeit der Steinmetz benötigt haben muss, um dieses Kunstwerk fertigzustellen. Gleich neben dem Ostportal steht ein großer steinerner Block. Es ist das Weihwasserbecken. Also das haben wir hier auch noch. Schauen wir mal kurz die Steinmetzarbeiten an. Ich suche die Ornamente, nichts Besonderes. Ich probiere mal Synonym für das Weihwasserbecken. Es gibt ein Bild mit dem Weihwasserbecken, stimmt irgendwas nicht. Das Weihwasserbecken ist eine liebevolle Konstruktion. Zuerst tropft das Wasser aus einem Hahn in eine kleinere obere Schale. Dann plätschert es durch ein kleines Überlaufloch in ein größeres, tieferes Becken, von wo es auch abläuft. Bis auf die Schale besteht das Weihwasserbecken aus einem Block, reich verziert mit feinen Ornamenten und Steinmetzarbeiten. Mal den Hahn. Hilfe! Wo ist die Hauptleitung? Aus diesem Hahn tropft mit ermüdender Langsamkeit etwa alle 10 Minuten ein trauriges Tröpfchen. Hint. Okay. Jawohl. Also nach meiner Karte ist das Ende der neuen Krypta unten im Keller. Könnte schon räumlich so in etwa hinkommen hier unterhalb des Ostportals. Wir haben hier jetzt ein Weihwasserbecken, wo irgendwas mit der Leitung nicht zu stimmen scheint. Denn da läuft kein gescheites Wasser raus. Und da unten war eine Wasserleitung aus Blei, die leck ist. Ja, also ich glaube, das Wasser, was hier normalerweise ins Weihwasserbecken laufen sollte, sprudelt seit geraumer Zeit feucht und fröhlich unten im Keller umeinander. Gut, da ist irgendwas zu machen mit der Wasserleitung, weil scheinbar müssen wir das Ding irgendwie wieder reparieren, in Betrieb bringen, aus irgendwelchen Gründen oder sonst irgendwas. Wobei ich mir eigentlich nicht vorstellen könnte, warum ich das Ding reparieren sollte, weil laut dem Demoliner, der vermutet ja auch, dass das Weihwasserbecken eines der Schrecknisse auch von dem Viktor Paas höchstpersönlich dort angebracht darstellt.
Aber gut, um das wahrscheinlich knacken zu können, müssen wir das Ding ja irgendwie erst einmal zum Laufen bringen oder so. Plätschern ist durch ein Überlaufloch in ein größeres, tieferes Becken, Hauptansicht und Harntrau, und dann wieder langsam etwas. Alle trauriges, ja, also da gehört noch eine Schale dazu. Die Schale ist, oh, offenbar beweglich, befestigt. Da wollen wir doch mal drücken. Sie verkantet sich gleich. Etwa ein geheimer Mechanismus? Auf halber Höhe in der Schale befindet sich ein kleines Überlaufloch. Die Schale ist halb voll mit Wasser. Also das hört sich ja jetzt schon alles nach einem etwas komplexeren Rumgerate, was hier ansteht, an. Ich muss mal überlegen. Gut, lassen wir das Becken mal Becken sein. Da haben wir später sicherlich noch genug Zeit, das Ding zu inspizieren. Vor allem glaube ich, dass als erstes mal was mit der Wasserleitung unten gemacht gehört. Vorher glaube ich, brauche ich an dem Becken gar nicht weiter rumspulen. Nochmal kurz gucken hier, Ostportal. Blickfänge für den interessierten Besucher. Ist eine Kirche auch mit vielen steinen Ornamenten geschmückt. Die sechste Hauptsäule. Habe ich die schon angeguckt? Nein. Eckpunkt in einer kleinen Flucht. Meine Güte. Also, jetzt untersuchen wir mal die Säule. Ich nehme mir hier schon mal meinen Schreibblock hervor, weil es gibt gleich was aufzuschreiben. Diese Hauptsäule hat, wie auch die anderen sieben, einen Durchmesser von guten 3 Metern an der Basis. Sie ist über 40 Meter hoch. Kreuzgewölbe ist auch wie die anderen einem heilig gesprochenen Vertreter der Zünfte gewidmet. Passt. Der Zünfte gewidmet. Untersuche mal die Einbuchtung. Auch hier nichts Besonderes. Untersuche das Standbild. Es handelt sich um das Standbild des heilig gesprochenen Corbinian von Ulbering. 1328 bis 81. Also den nächsten heilig gesprochenen Zunftvertreter habe ich mir jetzt notiert. Hier an der Hauptsäule 6. Was haben wir dann noch? Ich glaube, die steht jetzt hier explizit in der kleinen Flucht, was für die anderen nicht zutrifft. Die schaue ich mir auch mal an. Es handelt sich um breite steinerne Treppen, die hinauf zu den Emporen bzw. hinab in den Keller führen. Wirklich? Es handelt sich um breite steinerne Treppen, die hinauf zu den Emporen bzw. hinab in den Keller führen. Das heißt, hier kann man nur irgendwie rauf oder runter oder was? Ehrlich? Das habe ich auf meiner Karte so gar nicht verzeichnet. Da muss ich jetzt wirklich mal dann gucken noch. Also rauf oder runter, muss man mal prüfen, ob das hier wirklich rauf oder runter geht. Den Opferstock haben wir auch noch. Und die Kanzel haben wir noch, also erstmal den Opferstock. Der Opferstock, der gleich neben dem Weihwasserbecken steht, ist ein schlichtes, aber handgeschmiedetes Metallgestell, das Platz für eine Menge Kerzen bietet. Nur eine einzige Kerze ist hier heute auf dem Opferstock zugegen. Grüß Sie, Frau Kerze. Auf dem Opferstock steht ein kleines Talglicht. Steht da jetzt eine Kerze und ein Talglicht oder ist das Talglicht die erwähnte Kerze? Kerze brennt nicht. Das Wachs der Kerze, noch eine Lichtquelle. Das Wachs der Kerze reicht noch für 900 Spielzüge. Die Kerze hat keine besonderen Merkmale. Die sind hier aber großzügig, weil 900 Spielzüge, das andere Portfolio von uns hat 600 Spielzüge, das sind schon eine Menge Spielzüge, die man da im Dunkeln machen kann mit den Lichtquellen. Ich glaube, irgendwann wird es dann noch recht finster werden in dem Spiel, weil sonst hätten es da wahrscheinlich nicht so viele, so eine lange Haltbarkeitszeit spendiert für diese Dinger. Jetzt schauen wir mal, ob das Teiglicht dasselbe ist.
Die Dani schnäppelt dazwischen. Ich glaube, ich bin froh, dass ich nicht 13 oder so und so geboren bin. Meint Dani, wenn ich mir dieses alte Gemäuer und den unvorstellbaren Pomp darin ansehe, dann komme ich immer mehr zu der Auffassung, dass damals die Kirche allmächtig war. Die haben heute noch ganz schön ordentlichen Rums. Mal so nebenbei erwähnt. Wahrscheinlich wurden so freche Leute wie ich damals einfach im Dorfteich ersäuft oder so. Meinst du nicht? Ja, ist doch keine angenehme Vorstellung, aber ja, dennoch vorstellbar, ja. Sie kichert leise in sich hinein. Es handelt sich um ein kümmerliches kleines Ding, fast ganz niedergebrannt. Ein Docht ist schon nicht mehr vorhanden. Also, das Talglicht ist tatsächlich was anderes als die Kerze. Jetzt schnappe ich mir erstmal die Kerze. Denn die bleibt natürlich nicht hier. So, was haben wir noch? Doch, das ist schon nicht mehr vorhanden. Nimm das Talglicht. Untersuche mal den Talg. Das ist dasselbe. Das Ding hat keinen Docht mehr. Als Lichtquelle können wir das also wahrscheinlich nicht einsetzen. Dennoch steht es hier rum. Talg. Vielleicht habe ich gerade eben eine Möglichkeit gefunden, diese Löcher da oben zuzustopfen. Wobei, wenn es ein kümmerliches kleines Ding ist, ne? Die Löcher, zwei Stück an der Zahl, haben 5 cm Durchmesser. Das ist jetzt nicht wenig, sage ich jetzt mal. Dann wird wahrscheinlich das Talglicht da nicht ausreichen. Das wäre jetzt so meine Vorstellung. Wobei, die Frage ist, jetzt sind wir hier wirklich so detailliert in dem Spiel. Also da muss ich einfach nachher raufhatschen und mal gucken, ob ich mit dem Talglicht und den Löchern da irgendwas anfangen kann. Auf jeden Fall, das ist doch schon mal eine schöne Sache. Da geht ja mal ein bisschen was vorwärts. So, was haben wir hier noch? Wir haben noch die... den Opferstock nochmal. Ob da noch irgendwas an dem Opferstock auch noch ist. Der Opferstock ist gleich... Weil den hat ja auch der Victor Pass konstruiert, wenn ich mich da richtig entsinne. Handgeschmiedetes Metallgestell. Untersuchen wir das Metall. Ein schlichtes, aber handgeschmiedetes Metallgestell. Okay, der Vollständigkeit halber. Drücke Metall gleich Opferstock. Ziehe Metall. Bewege Metall. Mach mal Gong, Gong, Gong. Nee. So. Jetzt zur Kanzel. Die Kanzel ist ein prunkvolles Stück Innenarchitektur, von dem schon im Mittelalter die ermahnenden Predigten des Bischofs von Schönau herabschalten. Genau, da oben muss der Bischof von Altenburg wahrscheinlich auch ordentlich droben gestanden sein, mit seinem dicken Ranzen und da runtergejubelt haben auf das Volk. Das Hobby gern. Wasser predigen und Weinsaufen. Ne? Stichwort nackte junge Frau im Bett gefunden. Ne? Laut der Briefe da und so. Naja, okay. Kanzel, ja, schauen wir mal rauf. Nee, geht nicht. Eine dicke rot-goldene Plüschkurtel versperrt ihnen mit allem Nachdruck den Weg nach oben. Apropos nach oben, hier war ja auch von Fluchten die Rede, runter geht's angeblich in den Keller. Das wollte ich ja auch noch probieren. Darf ich nicht vergessen. Das probiere ich gleich mal. Kann man nicht vorstellen, dass hier runter geht. Siehste, habe ich doch recht gehabt. Also was auch immer der damit Fluchten bezeichnet, die nach unten führen, hier gibt's das jedenfalls nicht. So. Ja, also entweder steigen sie da drüber oder sie nehmen das Ding einfach mit, ne? Hätte ich gesagt. Sie haben die Plüschkordel genommen. Na, siehste wohl. So langsam wächst unser Inventar ein wenig an. Wir haben jetzt dabei eine Kerze, ein Talglicht, eine Plüschkordel, ein Pergament, die Briefe, den Schraubenschlüssel, der so um die 500 Jahre alt sein muss, und die Petroleumfunzel. Die Funzel für 600 Züge, die Kerze sogar für 900 Züge, lichtspendend, wenn sie denn angezündet sind. Okay, so, jetzt können wir aber raufgehen, glaube ich, die Plüschkordel, die ist hier aus dem Weg.
Von hier aus hat man einen schönen Blick hinab ins Kirchenschiff. Hier oben gibt es ein kleines Lesepult. Dani ist hier. Echt, die ist mir hochgekraxelt. Über der Kanzel selbst befindet sich an der Säule befestigt das prunkvolle Kanzeldach. Und wieder ein paar kleine Details. Untersuchen wir mal das Lesepult. Das Lesepult ist eine uralte, hölzerne Konstruktion mit einer schrägen Buchablage. Hier legt der Prediger gewöhnlich seinen dicken Bibelband hin. Den könnte er wohl schwerlich dauernd halten, nicht wahr? Denke ich mal, ja. Schon ein bisschen viel verlangt. Okay, kann man mit dem Lesepult irgendwas machen? Öffne Lesepult. Nö. Liegt da zufällig auch eine Bibel? Nein. Das Kanzeldach ist seitlich an der sechsten Hauptsäule befestigt. Es handelt sich um eine wahrhaft übermäßig prunkvolle Konstruktion mit allerlei goldverbrämten Verzierungen, Umrandungen und Malereien. Wieder aber kleine Details, die man sich anschauen muss. Verzierungen. Umrandungen. Das ganze Kanzeldach besitzt eine schnörkelige Umrandung aus Marmor, in der viele kunstvolle Spiralen und Schlaufen eingearbeitet sind. Aha. Da schreibt man auch Marmor. Marmor. Seit Unzeiten schon. Untersuche die Malereien. Innen befindet sich ein großes Bild der Szene von der Geburt des Heilands. Es ist von Bartholomäus von Oldenburg höchst selbst mit samt Jahreszahl signiert. Der Bartholomäus von Oldenburg, ja. Mhm. Was ist es denn für eine Jahreszahl? 1411. Seltsam? Seltsam, die Jahreszahl lautet 1411. So, jetzt erschließt sich mir bloß gerade nicht gleich auf Anhieb, was daran seltsam ist. Deshalb muss ich kurz nochmal, da habe ich jetzt ein Zahlenproblem. Ne? Also Zahlen kann ich mir auch total schlecht merken. Ich muss jetzt nochmal gucken nach der Bauzeit der Kathedrale, ob das überhaupt hinkommt. Mal kurz die Berichte der Oldenburg ist hier in der Chronik erwähnt ein paar Mal. Ob das dann da überhaupt auch hinkommen kann, vielleicht ist da was seltsam dran. Irgendwas in der Art. Gut, auf jeden Fall mit der Kanzel scheint A irgendwas zu sein. Insgesamt, ja. Vielleicht hängt das mit diesem Bild von der Geburt des Heilands zusammen. Weiß man nicht. Das war das Bild. Also ich würde sagen, an der Stelle gibt es jetzt wieder einiges an Notizen zu machen.